Liebe Marietta, wo kommst du her? Guten Morgen, moin. Moin. Wir sagen Friesen von der Nordseeküste. Wie bist du zum ersten Mal zu Sanander gekommen und warum? Das ist eine etwas längere Geschichte. Sananda ist mir mal begegnet im Internet, als ich nach Geistheilung gesucht habe, Dezember 2015. Mhm. Aber da war ich noch nicht so weit und habe meinen Weg weitergegangen. Und dann habe ich ihn wieder getroffen im Interview mit Bruno Württemberger. Mhm. Und dann hat es Klick gemacht. Das ist ja der, den ich schon mal gefunden habe. Das ist ein Zeichen von Gott. Jetzt bin ich richtig. Und wegen welcher Beschwerden oder Probleme oder Themen bist du zu ihm gekommen? Ja, in erster Linie wegen körperlicher Beschwerden, unter anderem Arthrose. Mhm. Aber das war nachher gar nicht mehr das Thema. Das war nachher irgendwie weg. Ich habe dann einen ganz tiefen Prozess in der ersten Behandlung im Oktober erfahren. In welchem Jahr Oktober? Das war letztes Jahr. Ah ja. Letztes Jahr Oktober. Mhm. Und also 10 Monate her, ungefähr. Ja, kann man so sagen. Ich bin ja auch in der zweiten Behandlung dann schon am 1. April. Mhm. Und ich muss sagen, die erste Behandlung, die war tiefgreifend, was seelische Prozesse anging, geistige Bewusstseinsprozesse. Ich habe ganz intensiv, bin ich reingefallen. Ich hätte ich nicht für möglich gehalten, weil ich schon so viel gemacht habe, dass ich das nochmal so intensiv erleben werde. Und ich habe mein Leben lang nach Jesus gesucht. Ich war eigentlich immer auf der Suche, wusste aber gar nicht so richtig, von wem. Habe dann gemerkt, dass es Jesus Gott gewesen ist und habe ich tiefgreifende Prozesse erlebt. Ich habe dann Sananda abends in der Besendung erlebt. Er war dann hier vor meinem geistigen Auge und hier vor meinem geistigen Auge erschien mir Jesus. Mhm. Und irgendwann, nach vielen Wochen, waren dann die Bilder übereinander. Dann war Jesus Bild, was ich kannte, weg und dann war nur noch Sananda da. Und so wusste ich, ich habe zu Gott und zu Jesus zurückgefunden. Und was für körperliche Probleme hattest du, falls du das sagen willst, ja, im Allgemeinen? Und was hat sich da ergeben? Ich frage das deswegen nach, weil viele Menschen gerade bei körperlichen Symptomen, wenn sich da was verändert, leichter nachvollziehen können, bevor es um die seelische Entwicklung geht. Aber dieses Seelische war ja auch meine Depression und Burnout, die ich hatte. Ah ja, naja, Burnout ist ja inzwischen also anerkanntes, leider war ich anerkanntes. 2015 intensiv, das wurde dann weniger, aber es war nie gut. Deswegen habe ich immer weitergesucht, weil ich habe immer gemerkt, es ist nicht gut. Ja. Ich habe heftige Depressionen 4,5 Jahrzehnte gehabt. Ach. Durch ein Kindheitstrauma mit knapp 5 ausgelöst. Dieses Kindheitstrauma habe ich schon vergessen zu erwähnen, weil er schon so unwichtig geworden ist. Das war ein schweres Kindheitstrauma. Ja. Und das hat mir den ganzen Weg so erst gegeben, der dann mein Weg wurde. Und wie gesagt, die Depression und Burnout sind weg. Ich bin total ruhig geworden. Friedlich. Was arbeitest du? Ich bin arbeitssuchend. Ich war in der Umschulung bis dieses Jahr. Was hast du früher gemacht? Buchhaltung. Buchhaltung, ah ja. Ne, so ein vertrocknetes. Nee, was heißt vertrocknetes? Für mich schon. Immerhin konkrete Zahlen. Ja, Zahlen, Daten, Fakten, stimmt, aber irgendwas Vertrocknetes. Und dann habe ich gemerkt, durch diese ganzen Prozesse bin ich ruhiger geworden, zufriedener. Ich bin lebensfroh geworden. Das hatte ich alles nicht. Und dann, wenn du jetzt Körperliches gerne hören möchtest. Ja. Ich habe hier meine Fingerringe mitgebracht, weil ich bin ja wegen der Arthrose da gewesen. Ich konnte diese Ringe bis hierher schieben. Dann war es gestoppt. Aha, aha. Weil ich habe so dicke Fingerknöchel gehabt, dass die nicht weitergingen. Die saßen hier drauf. Ich habe geweint, was ich denn für Wurstfinger bekommen habe. Früher hatte ich doch Puppenfinger und heute... Das heißt, rein physisch sind in der Tat auch die Ringe wieder Gelenke... Ja. Dünner geworden. Ja, meine Mutti sagte mir, die sind nicht mehr so krumm und schief und nicht mehr so dick. Also krumm und schief und dick. Ja. Ich kann die Ringe wieder benutzen. Nicht, dass mir das wichtig ist, aber ich kann es wieder tun. Und die Schmerzen hier, die ich hatte und die, nicht so viel Kraft, die sind weggegangen. Ich habe es ja auch im ganzen Körper. Aber das ist, was ich gesehen habe. Und Allergie. Ich habe 2,5 Jahrzehnte unter schwersten Birkenpollen, Haselnusspollen gelitten. Mit Augenjucken, Niesen, Schnupfen, Halsprobleme, Reizhusten, was in Bronchialasthma überging, wenn es schlimm wurde. Und da konnten Ärzte nicht helfen? Ach, die haben mir alle möglichen Therapien verschrieben, die überhaupt nichts gebracht haben. Dann bin ich in die Esoterikwelt gegangen, die haben mir auch nicht wirklich geholfen. Und dann hatte ich schon abgefunden, damit, dass ich damit leben muss. Und seit diesem Jahr habe ich keine Symptome mehr. Ich habe ein neues Leben bekommen. Marietta, zum Schluss, wie erklärst du dir das Phänomen Geistheilung? Wie ich mir das erkläre? Ja. Vielleicht ist es eine komische Frage, aber wenn man fragt, ich finde es gerade so. Ich,
Es ist doch eigentlich erstaunlich, die normalen Experten und Medizin, die sich ja auch alle bemühen, und was Gutes zu machen, in der Regel, hoffentlich, und nicht nur Profit, die können nicht helfen. Und nun kommt jemand, der Geistheiler ist, kann ja. Was meinst du, steckt hinter der Geistheilung, wenn die so erfolgreich ist? Naja, aber ist ja ganz klar, die werden ja abgelenkt von den Universitäten, die sollen ja gar nicht dahin gucken. Die sollen sich ja gar nicht damit befassen. Die sind ja in der Materie. Und wer in der Materie ist, der hat ja den falschen Ansatz. Weil Geist hat ja mit der Materie nichts zu schaffen. Du musst ja im Geistigen anfangen. Und bei mir, darum sage ich, habe ich ja anfangs von den Bewusstseinsprozessen erzählt, weil da ist ja erst wieder die Heilung erst in Gang geschoben worden. Das ist ja, ich kann das kaum erklären, weil für mich ist das klar, aber in Worte zu klein ist so wahnsinnig schwierig. Aber Geistheilung fängt da an, ja, wo du mit Gott im Geiste verbunden bist, im Bewusstsein. Und ich habe Arthrose bekommen, das habe ich vergessen zu erwähnen. Ich habe ja Arthrose nicht einfach umsonst bekommen, sondern ich habe eine falsche Lebensweise gehabt. Und die falsche Lebensweise hat mich zwar selten Fleischesser und Tierprodukteesser, aber trotzdem machen lassen. Als Kind war ich Vegetarier, fand das auch alles eklig. Und dann habe ich mich angepasst in diese Welt. Ich habe mich sowieso viel zu viel angepasst. Das hat mich auch unglücklich gemacht und von Gott getrennt. Als ich von Sananda den schlarren Nacken bekommen habe bei einem seiner Videos, hört endlich auf, Tiere zu essen. Ich will auch wieder aufhören. Ich habe so da gestanden, hat noch nie jemand geschafft. Da war es auf einmal klar. Und dann habe ich aufgehört, sofort bin ich Vegetarier geworden und innerhalb von wenigen Wochen Veganerin. Und das löst alles aus. Du kriegst ja die Krankheiten nicht umsonst, sagt Sananda, sondern weil Gott dir was zeigen will, ein Geschenk machen will, bis ich das verstanden habe. Dass das ja kein Leid ist, sondern nur eine Hilfe, wenn du nicht aufhörst, den richtigen Weg zu nehmen. Vielen Dank, liebe Mariette. Das ist eine wunderbare Erklärung gewesen. Dankeschön. Ja. Und Sananda hat mir mein Leben wieder geschenkt. Ich hatte nämlich keins mehr. Aha, sehr schön. Alles Gute für dich dann. Dankeschön.